Ein Interview, das für Schlagzeilen sorgt. Der umstrittene US-Journalist Tucker Carlson befragt im Kreml in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin als erster westlicher Journalist seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine. Der frühere Fox News-Moderator Carlson ist bekannt für scharf rechte Positionen, die Verbreitung von Verschwörungstheorien und seine Nähe zum früheren US-Präsidenten Donald Trump. Putin sagt in dem Interview unter anderem, eine Niederlage Russlands gegen die Ukraine sei per Definition unmöglich. Außerdem äußert Putin sich zur Frage, ob er sich ein Szenario vorstellen könne, in dem er russische Soldaten nach Polen schicken würde. Nur in einem Fall, wenn Polen Russland angreift. Wir haben kein Interesse an Polen, Lettland oder irgendwo sonst. Warum sollten wir das machen? Wir haben einfach kein Interesse. Es handelt sich nur um Angstmacherei. Carlson veröffentlichte das Interview auf seiner Website. In der Vergangenheit zeigte er sich mit Blick auf den russischen Militäreinsatz in der Ukraine sehr kritisch gegenüber der ukrainischen Seite. US-Hilfen für die Ukraine kritisierte er wiederholt. Von der Europäischen Union und aus dem Weißen Haus in Washington kommt Kritik an dem Interview. Ich glaube nicht, dass sich die Menschen in den USA durch ein einziges Interview beeinflussen lassen. Und ich glaube, dass jeder, der sich das Interview ansieht, und nochmal, ich habe es nicht gesehen, was auch immer gesagt wird, sich klar sein muss, dass er Wladimir Putin zuhört und nichts von dem, was er sagt, für bare Münze genommen werden sollte.